Herzlich willkommen zum European Circle Report. Vom 30. Mai bis 1. Juni kamen die Europäische Kommission und die Kommission der Afrikanischen Union zu einem fünften Treffen zusammen. Vordergründiges Thema war das Wirtschaftswachstum in Afrika. Nachhaltigkeit und die Entwicklungsziele sollten dabei aber auch nicht aus dem Blickfeld gleiten. José Barroso sieht die Beziehungen zwischen der EU und der AU durchaus positiv. Die historischen Umbrüche in Afrika bieten enorme Chancen für die Stärkung der Beziehungen zwischen unseren Kontinenten. Sowohl die Europäische Kommission als auch die Afrikanische Kommission werden weiterhin Motor der ehrgeizigen EU-Afrika-Partnerschaft sein. Die Europäische Union ist der wichtigste Handelspartner für Afrika. 2009 importierte Afrika immerhin 36% von der EU. Aber auch die europäische Wirtschaft ist als zweitgrößter Geber nicht unwichtig im internationalen Handel mit Afrika. Barroso erhofft sich viel von der Zusammenarbeit. Zusammen können wir echte Fortschritte für die Menschen in Europa und in Afrika erreichen, indem wir globale Fragen gemeinsam angehen, mehr Möglichkeiten für Handel, Investitionen und Entwicklung schaffen, sowie auf das Streben der Menschen nach demokratischen Reformen und sozialer Gerechtigkeit eingehen. 2002 gegründet hat die Afrikanische Union inzwischen 53 Mitgliedsländer. Damit ist sie die wichtigste Organisation Afrikas. Einheit und Solidarität sind die Hauptziele der Afrikanischen Union. Darüber hinaus will sie politische und wirtschaftliche Integration, demokratische Grundsätze und nachhaltige Entwicklung fördern. Im Rahmen des 7. Religionsgipfels trafen sich Vertreter aller großen Weltreligionen mit dem EU-Kommissionspräsidenten José Barroso, dem Präsidenten des EU-Parlaments Bujek und des Europäischen Rates Van Rompuy in Brüssel. Die Wahrung der Grundrechte und Grundfreiheiten, eine Partnerschaft für Demokratie und gemeinsamen Wohlstand waren Inhalte der Gespräche zwischen den Vertretern. Natürlich waren auch die Revolutionen in der arabischen Welt ein Thema und Van Rompuy machte deutlich, dass Fanatiker dabei ihre Finger nicht im Spiel hätten. The Arab peoples are liberating themselves. Die arabischen Menschen befreien sich selbst. Dies sind ihre Revolutionen. Dies sind gemeinsame Worte von Europäern und Arabern. Diese Entwicklungen sind nicht das Werk von Extremisten und Fanatikern, ganz im Gegenteil. Sie beweisen, dass es keinen Gegensatz gibt zwischen dem Islam und der Demokratie, wie es bei keiner Religion der Fall ist. Diese Offenheit muss nach den Revolutionen gewahrt bleiben und Religionen sowie andere Minderheiten müssen respektiert werden. Ihre Erwartungen aus der Sicht der Europäischen Union sind groß. Die EU ist ihr engster Nachbar in diesem neuen Meer der Demokratie. Auch Religionsfreiheit müsse als Menschenrecht gewahrt werden, wie Parlamentspräsident Bujek deutlich machte. Kirchen und religiöse Gemeinschaften können der EU mit vielen Ideen helfen und wichtige Punkte für Menschenwürde und Menschenrechte fördern. Auch Minderheiten und Religionsfreiheit sind damit verbunden und müssen respektiert werden. Während einer privaten Reise nach Kairo traf ich mich mit den Kopten, einer religiösen Minderheit dieses Landes. Mit ihnen diskutierte ich diese Probleme und dieselbe Notwendigkeit sehe ich auf unserem Kontinent und in der Europäischen Union. Der Vertrag von Lissabon verpflichtet die EU zu einem offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit religiösen, kirchlichen und weltanschaulichen Gemeinschaften. Für Asylbewerber soll das Verfahren einer Aufnahme EU-weit vereinfacht und schneller gemacht werden. Missbrauch soll besser unterbunden werden. Die neuen Vorschläge zur Asylverfahrensrichtlinie und der Aufnahmerichtlinie sind ein wichtiger Schritt in Richtung des angestrebten gemeinsamen europäischen Asylsystems. Cecilia Malmström, EU-Innenkommissarin, unterstützt diese Bestrebungen. Die Aussichten, Schutz zu erhalten, hängen stark davon ab, welcher Mitgliedstaat den Asylantrag prüft. Wir brauchen ein EU-weites, effizientes, gerechtes Asylverfahren und angemessene, vergleichbare Leistungen bei der Aufnahme von Asylbewerbern. Die EU muss für ihre Werte eintreten und denen Schutz gewähren, die zu uns flüchten, um Verfolgung und Krieg zu entgehen.
Asylverfahren erster Instanz sollen nach den Neuerungen innerhalb von 6 Monaten abgeschlossen werden. Nach mehrjährigen Verhandlungen im Ministerrat, im Europäischen Parlament und Konsultationen mit Interessenträgern wurden diese Vorschläge als Ergebnis vorgestellt. Damit sie in Kraft treten können, muss das Europäische Parlament unterstützend wirken und die Mitgliedstaaten eine qualifizierte Mehrheit gewährleisten. Das war der Report für diese Woche. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.